Der Vatikan steht unter Druck. Diese Demonstranten werfen Papst Benedikt XVI. Vor, dass er Fälle von sexueller Gewalt in katholischen Einrichtungen unter den Teppich gekehrt habe. Wir möchten, dass Papst Benedikt endlich mit dieser Geheimniskrämerei aufhört. In unserer Kirche wurde schon zu viel Schaden angerichtet. Er soll sich endlich erklären und offenlegen, wie er mit diesen Fällen umgegangen ist. Kurz darauf werden die Protestler von der Polizei in Gewahrsam genommen. Am Donnerstagabend, wenige Stunden nach der Demonstration, wird Benedikt von Zehntausenden Pilgern aus aller Welt empfangen. Er hält eine Rede anlässlich des 25. Weltjugendtags. Den Skandal sexueller Gewalt in katholischen Einrichtungen erwähnt er nicht.